Nicht, nee, nicht jetzt. Es an. Nee, nicht jetzt. Nicht jetzt filmen. Ich will erst mal gucken, was das ist. Ja, ich würde sagen, das sind ordentliche Zäpfchen, oder? Oh. Die kannst du dir heute Abend mal geben. Na los. So, wir gehen mal an unserem Abbrennplatz. Der Wettboy, der hat schon wieder hier auf die Aufnahme gedrückt. Ist ja wahnsinnig. Immer nur dieses Produzieren und Produzieren, ja. Und zwar... Produkt Pyrotret Fireworks, ja. Maximum Performance Viper 5 oder Viper 5 Black Powder Edition. Inhalt sind hier 3 Stück. Wir gucken mal noch ganz kurz hinten drauf. Klasse 2 Knallkörper, Abgabe nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt. Ist ja verrückt. Ja, ich mach mal auf. Da haben wir nur schon mal reingeguckt. Der Bad Boy war ja nur schon so neugierig. Und hat das Ding schon mal geöffnet. Ja, ich muss sagen, ein Monster. Ne? Echt ein Monsterteil. Wir gucken mal hier rein. Ja. 2 cm Durchmesser. Aber wenn du dir die Tonerde nimmst, kannst du da drin auch einen Samenkorn pflanzen. Und dann kannst du wahrscheinlich irgendwelche Dinge züchten oder so. Kommt bestimmt ein Knallerbse raus. So viel Gelumbe ist da drin, ne? Eine Knallerbse. Ja. Ich gucke mal. Wir haben hier 5 Gramm NEM übrigens. Auf geht's. Wir müssen auch noch nicht drücken. Ja. Ja, gut. Die waren schon mal nicht schlecht. So. Wollen wir noch einen machen? 2er. Na gut. Hast du mich überzeugt? Ach, Riesenraschis. Das fliegt bis hier vor, das Gelombe. Auf geht's. So Leute, das waren sie also, die Viper 5 von Pyrotrade in der Black Powder Edition. 5 Gramm NEM pro Böller, also 15 Gramm insgesamt. Ich kann rechnen. Das ist das erste Mal, dass es geklappt hat. Ist dir gar nicht aufgefallen, oder? Nö. Gut, naja, bin ich begeistert. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen noch bitte einen Daumen nach oben, lasst einen freundlichen Kommentar da und vielleicht, wenn ihr neu seid, sogar ein Abo. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald, sagt euer Hyperframes und der Bad Boy. Tschüss.